Herzlich willkommen an diesem wunderschönen 13. Juni zu einer weiteren Folge Schucki Banucki Daily, eure Angeberwissenssendung, die euch sicher und unbefleckt durch den Tag bringt. Ja, wir haben heute den 13. Juni und am 13. Juni haben wir auch ein Geburtstagskind. Das ist richtig, und zwar ein sehr berühmtes Geburtstagskind, und zwar ist das Ban Ki-moon. Und Ban Ki-moon wurde geboren am 13. Juni 1944, ist ein südkoreanischer Diplomat und Politiker und seit 2007 den Vereinten Nationen als ihr 8. Generalsekretär vorstehend. Vorher war er Außenminister der Republik Korea, welches Südkorea ist. Und ja, das ist er. Ja. Da sagen wir doch einfach Ban Ki-moon. Yabuseyo! Was hast du gesagt? Yabuseyo. Was ist das? Das ist wie bei im Italienischen pronto, wenn du ans Telefon angehst. Yabuseyo! Yabuseyo! Genau. Echt? Ja. Wo weißt du sowas? Ich habe mal Chinesisch gegessen. Aha, okay. Ich habe hier was vorbereitet. Am 13. Juni gab es auch einen Hit in den Charts. Okay. Und den singe ich dir jetzt mal vor. Mal gucken, ob du den errätst. Ach du Scheiße. Achtung. Pass auf, ich hab mich hier eingestöpselt und höre dann halt jetzt hier parallel und versuche es, die wiederzugeben. Ja, oder? Bonnie M. Ah ja. Vielleicht ist noch kein Text, deswegen kann ich noch nicht. Ich mache die ganze Zeit nur Melodie. Ma Baker. Ma Baker. Ja. Jawollo. Warte, kommt der Text? Da kannst du aber froh sein, dass ich das... Ich kann den Text nicht. Ja, ist ja egal. Hast ja aber ein schönes Spiel ausgespielt. Hey, ich hab's erraten. Ich hab's erraten. Ja, und an dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen, Sascha, Maul. Maul? Maul. Ach so, Maulstil. Ja, genau. So. Ja. Am 13. Juni war bestimmt noch was anderes. Genau. In einem Vorort von Auckland, Neuseeland, trifft ein 4 Kilogramm schwerer Meteorit das Haus von Phil und Brenda Archer. Dabei werden das Dach und eine Couch schwer beschädigt. Die Couch ist glücklicherweise aus dem Gröbsten raus. Sie konnte die Notaufnahme verlassen. Ja. Da sind wir auch sehr glücklich drum. Das ist nur Neuseeland hier. Insofern unsere Genesungswünsche an das Dach und die Couch von Phil und Brenda Archer. Ja, aber am 13. Juni ist auch George Orwells Buch ausgezeichnet worden, 1984. Das war 1949. Hat George Orwell nicht auch Die Farm geschrieben? War das so? Okay. Auf jeden Fall, 1984 ist ausgezeichnet worden und das war das Buch des Jahres 1949. Mhm. Ja. Aber bis heute aktuell. Worum ging's? Um das Jahr 84 bestimmt. Herrlich, herrlich. Ja. So eine kleine Nachfrage und er kommt sofort ins Schleudern. Nee, wegen hier so irgendwie so Kamera und Überwachungsstaat und so ein Zeug. Ah, Big Bro. Big Bro, genau. Big Bro ist nicht zu verwechseln hier mit der Sendung. Genau. Ja, nicht irgendwie, dass dieser, ging nicht um RTL. Nein. Nein. Hast du nicht mal erzählt, dass es in Holland auch so einen Big Brother-Verschnitt gab, und zwar De Bus, genau. Wo die Big Brother im Bus einfach gezeigt haben? Ja, die haben im Bus gelebt und sind durch die Gegend gefahren im Bus. Das war so 2000, ja, muss 2000 gewesen sein, da war ich nämlich in Amsterdam eine Zeit lang. Und da haben sie im Fernsehen immer gezeigt, wie De Bus durch die Gegend gefahren ist und hatten immer so Stationen. Und da haben die dann halt dort kampiert sozusagen und dann sind wieder in den Bus rein und sind dann durch das Land gefahren. Aha. Und alle Leute so, De Bus, so. Nochmal, ich habe nicht aufgepasst. Wie haben sie gemacht? Das war. Warum hat man das bei uns nicht gemacht? Weil die Monatskarten abgelaufen waren. Weil das total hirnrissige Idee ist. Ach so, aber das andere Big Brother ist okay, oder was? Nee, das ist total hirnrissig. Ja. Aber Promi gibt es ja auch, gell? Promi Big Brother und ja, sowas. Ja, gibt's. Ja. Oh mein Gott. Ja. Das war der 13. Juni. Morgen könnt ihr wieder reinschalten, da ist der 14. Juni. Bis dahin könnt ihr erstmal unseren Kanal liken und abonnieren und so ein Zeug. Und das gute Morgen klick, ist... Klick, 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 klick. Pujan ist nicht mehr da. Ja, Pujan ist morgen nicht da und ich bin aber trotzdem hier. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie. Ciao, bye, bye.